Ja, hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist, wie ihr hier sehen könnt, Pokémon Online. Ich hatte es ja mal angekündigt, vor ein, 2 Wochen. Und ja, nun kommt es als viertes Video in der Woche, immer montags voraussichtlich. Und wir werden im Overused hier spielen. Ich wollte eigentlich mit diesem Team hier spielen, aber da haben wir hier unten ein kleines Problem. Das ist nämlich Mega Flunky und das ist ins Uber gebannt. Schade. Dann spielen wir mit dem Team, das habe ich auch sehr gern. Ich stelle es auch ganz kurz vor. Wir haben hier im Lead ein Heatran. Das Methanschein, Flammenwurf, Erdkräfte und Lichtkanone mit sowie mit dem Luftballon und einem scheuen Wesen, die Gegner schon mal gleich ordentlich am Anfang aufmischen soll. Dann haben wir Scharnierer, ich glaube, ich brauche dazu nichts sagen. Evolit, sonst die Faustvorlauf, Verteidigung und KP, innere Kraft, Geowurf, Toxinschutzschild und Wunschstrauben. Ein reiner Supporter und zugleich ein Staller und eine Wall, also im Prinzip alles, was man sich nur so wünschen kann. Dann haben wir Simsalabim, ein bisschen meinen speziellen Sweeper soll das ersetzen. Ja, ich spiele es mit Leben Orb, nicht mit dem Fokusgurt, einfach weil mir das persönlich besser gefällt. Psychoschock, Ladestrahl, Spukball und die Kraftreserve Eis für, ja, Knackkrack und so. Kommt hier immer wieder vor. Dann haben wir Azumarill mit dem Kraftkoloss. Also mit dem doppelten Kraftkloss als Fake an seiner Attacke, der Wasserdüse, Knuddler und Bauchtrommel. Dazu die EV-Verteilung, also der V-Split auf den Angriff und die KP und ein wenig noch auf und die letzten EVs auf die Initiative verteilt, um ein eventuelles Mirror-Match gegen Azumarill, gegen anderes Azumarill zu gewinnen. Dann haben wir unser Dragoran mit der Multischuppe und dem schwächen Schutz. Ja, ich glaube, ich brauche dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, warum ich die EV-Verteilung genau so gemacht habe, aber. Das ist schon etwas länger her. Drachentanz, Drachenklaue, Erdbeben und Feuerschlag für Panzer Aeron oder Tentantel oder Frostelka, wer auch immer. Und dann haben wir meinen Liebling, Megascaraborn mit dem frohen Wesen. Hochmut, ja, für den Fall, dass man mal so reinholt. Nahkampf, Nadelrakete, Felsenwurf und Kugelsatz sollte für Megascaraborn nichts Überraschendes sein. Ich sage gleich, das Team hier hat keinen Spinner oder Defogger drin. Das heißt, ich könnte eventuell einige Probleme in bestimmten Situationen bekommen, aber das bleibt noch abzuwarten. Wir gehen jetzt hier erstmal auf den Pokémon Online Server und stellen uns einmal den Kämpfen. Und hier seht ihr, das Team ist im Uber eingeordnet. Wir werden auch hier mit dem. Ich könnte mal die anderen Teams so alles sehen, mit denen wir eventuell mal kämpfen werden. Vielleicht werde ich das auf Shiggy Sport euch zeigen. Weil da ist Mega Flunkiefer noch nicht Uber. Ich weiß nicht, wie die neue Tierlist aussieht, die da bald in Kraft tritt. Aber auf jeden Fall, jetzt kämpfen wir erstmal mit diesem Team. Ja, ich würde sagen, mit Heatran sind wir sehr gut hier im Lead aufgestellt. Wir sehen ja auch, wir haben es hier mit einem etwas stärkeren Gegner zu tun, wie es aussieht. Der Voltenso anfängt, das soll mich jetzt nicht stören, denn wenn die Tarnsteine erstmal draußen sind, dann habe ich hier auch schon ein bisschen was, ja, ein bisschen gut sozusagen. Mehr gut und weniger schlecht. Oh, dieser Wortwitz. Unfassbar. So, die Tarnsteine liegen. Jetzt werde ich, entweder er geht auf ein Erdbeben, wenn er mein, We oder auf die Tarnsteine, wenn er meinen Wechsel prediktet, habe ich natürlich ein Problem und er hat es getan. Und das ist jetzt schon höchst unschön, dass er die Kraftreserve Eis. Ist die Frage, kann Dragoran das überleben? Die Frage, ob ich danach schneller bin, das ist völlig riskant, hier drin zu bleiben. Deswegen werden wir gleich mal auf Chance wechseln. Es wird das Vieh wollen. Es hat, so wie ich gesagt habe, die Kraftreserve Eis. Und deshalb glaube ich auch hier, ja, wieder diese Attacken wie Voltwechsel kehrt, wenn es ein gemein Mew diesmal. Okay, interessant. Kann das die Vitalglocke, ist die Frage. Weil das hat Synchro, das weiß ich selbst. Da bin ich ja nicht so, als würde ich sowas nicht wissen. Also, so sind wir ja nicht, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Den Abschlag, der stört mein Megascaraborn wenig. Das ist die Frage, kommt der Wechsel zu Demeteros? Ich gehe mal ganz kurz hochscrollen, das mal anzugucken. Prigaron, Heatran würde ich eher weniger reinwechseln. Suicune, Demeteros. Demetros. Ich könnte Wechsel zu Demetros predicten, das wäre natürlich riskant. Aber ich, ja, wenn es gescarft ist, gewinne ich dadurch auch nichts. Also bleiben wir mal drin und gehen auf Kugelsaat. Ja, ich hab's gewusst. Wenn es gescarft ist, gewinne ich jedoch aber trotzdem nichts durch einen Wechsel. Weil egal wie ich es tue, ein Wechsel ist sehr riskant.
auch für Demetros ist es sehr riskant, hier drin zu bleiben, weil ich ihm trotzdem, wie ihr seht, guten Schaden mache. Es wird wahrscheinlich das Voltenso kommen. Ja. Und jetzt kommt der Voltwechsel? Fragezeichen. Das wäre jetzt interessant zu wissen. Ich glaube jetzt einfach mal an den Voltwechsel. Es wird trotzdem, ich will trotzdem mit Scarabor nicht drin bleiben. Ich hole ja einen, dessen Verlust am wenigsten verschmerzt. Oh, das dreht natürlich den Spieß gleich wieder um. Nämlich geht es hier auch auf den Flammenwurf. Denn der wird, egal wer reinkommt, wird jetzt dadurch Schaden nehmen. Und zwar guten Schaden. Ja, hoffst du zumindest. Lava, kein Scheiß, ey, der Wechsel. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, dass der noch Heatran hat. Ich hatte es vergessen, ganz einfach. Soll der Meteoros rein? Ja. Komm. Der will mich mobben. Ja, so spielt man. So spielt man das Spiel. Das ist schon. Das passt schon so, also. So, aber jetzt kann ich mit Scarabon wiederum den Spieß umdrehen und es besiegen. Ja, das heißt, er muss rausgehen zu Deutsch. Ja, oder auf den Hex hoffen, ja. Gut, immer in Fairness und jetzt wird Demetros besiegt sein. Schön. So, jetzt haben wir schon eine Gefahr für wen auch immer aus dem Weg geräumt. Für Simsala. So, jetzt Chansey rein. Voltwechsel, der war obvious, aber hätte ich auch nichts anderes gemacht. Was kann Heatran gegen mich machen, ist die Frage. Ich kann es auf jeden Fall Geowurfen, das ist klar. Ja, die Tarnsteine, die tun natürlich mein Scaraborn ausnocken. Ja, nicht gut. Aber Azumarill kommt hinein. Das kann gleich mal hier mit dem Kraftkoloss drauf smashen. Obwohl, wartet mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz. Ja, okay, aber trotzdem noch richtig bestmögliche Entscheidung für mich. So, gehe ich mal auf die Bauchtrommel. Denn jetzt gilt's. Wir haben 62%, wenn er jetzt kein Burnhex von einem Siedewasser bei einem Siedewasser bekommt. Dann ist Suicune besiegt. Schön. Eine sehr große Gefahr, weil ein Wallbreaker habe ich nicht mehr, wirklich, wenn Scarabon besiegt wird. Und die Wasserdüse ist auch klar. Jetzt sehen wir schon, der Gegner hat ein kleines Problemchen. Prigaron. Prigaron, ja. Das Voltenso habe ich, erachte ich als ein Opfer seinerseits, weil Prigaron kann ich nicht besiegen mit Azumarill. Ich kann höchstens hoffen, dass geht auf den Hammerarm, okay. Das war ein Misspredict, meiner Meinung nach. Und sogar ein großer, der ihn wahrscheinlich das Match kostet. Und hier sollten wir mit einem, mit einer Wasserdüse es besiegen. Ja, ihr seht, wie gefährlich Azumarill ist, wenn es zum Boosten kommt. Er hat auch aufgegeben. Ja, das war ein gutes Matchup. Ich muss mal ganz kurz etwas gucken. Okay, man sieht das Wichtigste in der Aufnahme, weil ihr seht hier oben, meine Maus geht hier raus, der Screen würde eigentlich noch ein bisschen weitergehen. So, jetzt, ich habe es doch extra geprüft gehabt, aber im Teambuilder habt die obere Leiste hier, war dort ja einfach nur so Zeugen. Jetzt im Kampf ist die eben wichtig, deswegen ja. Tut mir leid, ich habe es verschlurbt. Wem leadet man denn gegen einen Vishu am besten? Es ist schwierig. Auf jeden Fall erstmal mit Megascarabon, weil das hat eine gute Verteidigung, sollte somit einiges aushalten, oder zumindest einen Schlag, solange es keine Akrobatik kann. Das ist natürlich noch eine Befürchtung, dass Akrobatik kann, aber komm, ich spiele mein Wii ja auch nicht mit Akrobatik, obwohl das gar nicht mehr so dumm wäre eigentlich. Ich probiere auch immer die Maus hier ein wenig aus dem Fenster raus zu bewegen. Boah, ich hab jetzt echt ein bisschen Schiss, dass der die Attacke kann. Ich gehe jetzt hier auch mal auf den Kugelsaat. Ne, ich gehe auf den Nahkampf. Ja, hätte auf den Felshof gehen sollen. Ja, sorry. Kann ja auch nichts für passiert. Immerhin habe ich jetzt das. Ne, predicted kann ich nicht sagen, aber immerhin habe ich das verhindert, hier einen schweren Schlag zu kassieren.
Ja, und jetzt holen wir Azu. Nee, ist ein bisschen riskant. Simsalas, das könnte halt den Sesham. Wisst ihr was? Ich würde mich einmal boosten. Mit Dragoran. Schlammwoge macht zwar Schaden, aber auch nur 25%. Und diesen Fokusgurt hatte ich die ganze Zeit befürchtet. Ja, und jetzt bin ich um seinen Abgangsbund herumgekommen. Und ja, Dragoran wird wahrscheinlich trotzdem draufgehen, aber. Ja, die Tarnsteine liegen. Das ist doch was wert, nicht? Oh Mann. Mowgli besiegt Dragoran nicht. Das heißt, jetzt muss er, wenn er Dragoran besiegen möchte, entweder Wichu opfern oder ein anderes Pokémon. Ich hätte jetzt. Ich persönlich wäre jetzt auf den Wichu-Wechsel gegangen, weil Schwalbos. Ist auf gar keinen Fall schneller. Ihr seht hier. Es wäre nur mit einem Scarf schneller und der Adrenalin tut nur den Angriff erhöhen. Oh, der Ruckzuckhieb. Ja, okay. Es tut mir leid. Das habe ich nicht gewusst, dass man das Ruckzuckhieb, dass man das mit Ruckzuckhieb spielt. Hätte ich ja gesagt auch nicht gedacht, dass man das so spielt. Fassade tut doch Azumarill sehr weh. Komm, leck mich doch. Das gibt's gar nicht. Das ist so ein unfassbarer. Ich sag gar nichts mehr. Ich lasse das unkommentiert. Das ist nicht schön, sowas zu kommentieren. Das macht keinen Spaß. Porygon Morbitesse. Oh, hallo, my friend. Stirb. Ein Geschenk. Dankeschön, ich bedanke mich recht herzlich. Bitte, bitte. Jo, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er mich mit dem Feuerschlag besiegt, weil ihr seht, meine Verteidigung ist ja nicht mehr so schlecht. Ich gehe jetzt einfach auf den Nahkampf. Ja, das reicht doch, verdammt. Yeah, ich weiß nicht, ob das überhaupt reicht. Ja, natürlich reicht's, Pappnase, ey. Okay, ist Panfernus auch nicht gescarft gewesen. Hat wahrscheinlich auch einen Sash gehabt. Weiß nicht, aber könnte sein. Jetzt werde ich immer ganz raffiniert, wie ich bin, auf den Wechsel zu Chansey gehen, um es zu vergiften. Hier mal ganz kurz auf das Schutzschild. Warum auch nicht? Ja, aufgeben, schön. Bis jetzt sind wir noch ganz gut dabei mit dem Team. Ja. Nächster Kampf. Neues Glück. Wieder mal. Ein Heatran-Lied hat bis jetzt noch nicht geschadet. Deswegen werden wir es auch diesmal tun. Ja, ihr seht auch, ihr meintet sicher, ich habe hier Mods, den Skill im CP, aber dem ist wahrscheinlich gar, dem ist gar nicht so, weil ja, das Overused ist meine Disziplin. Im Underused kann ich vielleicht gerade noch so mithalten, aber darüber hinaus wird es dann schon sehr schwierig. Ich hätte das Ding angreifen sollen mit Toxin. So, dann gehe ich jetzt hier mal auf den Wunschtraum, um mich wieder zu heilen. Er tut selbiges mit der Genesung. Oder holen einen sicheren Switch in. Nee, das ist dumm. Der Wunschtraum, ja. Die innere Kraft wissen wir ja. Nee, wisst ihr noch nicht. Da gab es in späteren Pokémon Saphir Parts gab es da einen geilen Fail meinerseits. Wir wissen, dass der Wunschtraum ja, wie sagt man das? Nicht der Wunschtraum, die innere Kraft halt die Statusveränderung bei Austausch. So ging das, brauche ich gar nicht versuchen mit einem. Ich hab's nicht mit einem Tarnstein anzukommen. Ich hab's geahnt. Und falls er jetzt zu Starmie wechselt, wird er die Erdkräfte abbekommen. Also auf Deutsch, ich konnte hierbei nichts verlieren bei diesem Wechsel. Ja, das ist mir sogar fast. Oh, das hätte ich jetzt nicht getan. Jetzt hätte ich die Chance, hätte ich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, hätte Chansey einen für alle Mal besiegt an seiner Stelle. Naja, soll jeder seines eigenen Glückes Schmied, wie man so gerne sagt. Jo.
Komm, mit dem Verhöhner, damit kannst du mich mal. Ja, am. Beep und so. Jetzt musst du ein bisschen was Riskantes machen. Du musst auf Azumarill gehen, um hier mal wieder ein wenig Schwung in das Match reinzubekommen. Natürlich mit dem Siedewasser, das ist ja brandgefährlich, wie wir wissen. Und das Toxin, das könnte zu Verhängnis werden. Klasse. Und Panzer Aeron. Ja, das wollte natürlich mich absolut. Ich werde es mal probieren, vielleicht es in den Ruheort reinzulocken. Und das tut wenig weh, verdammt wenig. Oh mein Gott, was hat denn das? Wie wenig Schaden. Azumarill wird bitte besiegt. Danke, so. Jetzt kann ich es nämlich eventuell, nicht nur eventuell, jetzt werde ich Simsala holen und es mit einem Ladestrahl angreifen. Viskogon. Auf das Match hier bin ich gespannt, aber ich werde hier nicht weiter mich. Boah, der Psychoschock 95%. Ich kriege dadurch den Leben Orb keinen Schaden. Das heißt, mein Angriff ist schon sehr hoch. Und Fiaro. Ja. Nicht ganz so geil. Sagen wir mal so. Oh, super. Das hat er predicted. Starmie, das Siedewasser, was ist halt wieder. Vielleicht geht er auf. Vielleicht prediktet er ja einen Wechsel. Aber zu wem ist die Frage halt dann immer? Zu Simsala, warum gehe ich denn nicht auf Simsala? Simsala ist eine gute Wahl in dem Fall. Ja, der Burn macht mir auch nichts dank meiner epischen Fähigkeit. Ich treffe jetzt an, ich greife es mit Spukball an, damit Starmie auf jeden Fall besiegt wird. Jetzt muss er schon wieder denken, was tut er jetzt? Welche Gefahren verbergen sich dahinter? Panzer Aeron, Spukball. Tu es, tu es. Ja, hier bist du natürlich ein bisschen die meine liebste Karte gezogen, die ich eigentlich gar nicht so lieb und gern ziehe. Die Karte mit dem A. Reicht ein Felswurf? Ja, komm, das ist mega Scarabanal, das ist ein Absol, das hat Verteidigungs. Das überlebt niemals. Keines seiner Pokémon wird den Fels überleben. Mega Absol ist aber wahrscheinlich schneller, das heißt, ich muss mich noch vor einem Knuddler oder vor einer Psychoklinge fürchten. Oder einmal Aeroas sogar. Eventuell, ja, da ist der Knuddler gekommen. Und der Felswurf reicht, wie ich gesagt habe, aus, weil dank Mega Scarabons Wert liegt. Trifft jede Attacke. Fünfmal. Fünfmal. Und jetzt hat er natürlich hier den Worst Case gezogen, weil jetzt hätte er Starmie ranholen müssen, das wäre besiegt gewesen. Und Fiaro wäre ein reiner Selbstmord gewesen, das gegen Chansey kämpfen zu lassen. Das weiß ich bereits aus vielerlei Erfahrung. Ja, dann noch ein Kampf, bitte. Warum denn nicht? Hier ist ja so ein Kampf, wo ich dann sage, ja, dann Azumarill lieber in Lied rein. Und jetzt bin ich mal ein ganz raffinierter Fuchs und predikte den Wechsel. Ja, da bist du aber ein ganz raffinierter gewesen, du Scheiße. Ja, okay. Jetzt ist natürlich die Kacke wieder am Dampfen, wenn man so freundlich sagen darf mal. Das ist freundlich gesagt, die Kacke ist am Dampfen. Ich habe hier richtig die liebste aller Karten gezogen. Könnte es aber nochmal einen Wechsel auf Heatran predikten, das wäre. Mit Heatran predikten, aber was bringt mir das, ist die Frage. Das bringt mir so wenig. Also es kommt sogar Suicune, es kommt gar nicht mal der andere da. Entschuldigt mich mal bitte ganz kurz. So, da können wir jetzt das mal gucken. Warte mal, was war jetzt los? Ich bin hier auf den Knuddler gegangen. Wollte aber eigentlich, hätte ich das nicht tun sollen und dürfen. Da werden wir nochmal auf den Knuddler gehen, weil das Siedewasser. Es ist einfach riskant. Es ist riskant, hier drin zu bleiben gegen das Siedewasser. Für ihn ist es auch mit Suicune, ja, mäßig riskant. Okay, komm. Egal, jetzt.
Alles oder nichts, Gedankengut, alles in diesem Fall und tschüss, Suicune. Bäm. So, gefällt mir gut, ja. Victini, das war in meinen Augen ein großer Fehler, das reinzuholen. Das hat er auch gemerkt, deswegen wird er jetzt Panferno opfern. Aber auch so hat er jetzt durch seinen Fehler oder Missklick, was auch immer, ordentlich Prozent verloren. Und das Duell gehe ich mit, auch wenn der Rückzug wahrscheinlich kommt. Aber das Duell gehe ich mit. So, jetzt ist die Frage, auf was geht er? Er hat noch Durengard. Er geht auf Durengard. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Oh, er geht nicht auf Durengard. Das ist jetzt wieder. Okay, das ist jetzt natürlich Glück, aber das wird trotzdem reichen wegen des Kraftkolosses. Ja, ich verspiele mich hier ein bisschen. Das weiß ich selbst, aber. Sagt mir, was ich tun soll, dann werde ich es tun. Druckzug macht nicht genug Schaden auf Dragoa, nicht mal annähernd. Noch ein Drachentanz, einer geht noch. Das wird fast schon wieder gierig. Alter, dieser Crit. 6 KP. Aegislash mit der Prio, geil. Nein. Ach gut, Alter, es wäre so peinlich gewesen wieder. Ja, und jetzt habe ich eigentlich schon ein großes Problem, weil jetzt Garaborn kann nichts mehr gegen Aegi machen. Simsala vielleicht überlebt den Schattenstoß, wenn ich denn mal träumen darf davon, aber das ist auch mehr ein Wunschgedanke als ein realistischer. Wenn es noch aufs Königsschild geht, dann ist er auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass er wahrscheinlich meine Attacke auch überlebt. Das heißt, das wird wohl eher nichts werden, dieser Kampf hier. Das ist schade. Aber ja. Gut, dann war's das wahrscheinlich jetzt. Ich werde jetzt auch. Ja, das war's leider. Simsala überlebt die Attacke nicht. Frage ist, wie viel kann das Scaraborn reißen? Mega Scaraborn natürlich. Wie viel kann Mega Scaraborn reißen? Also ihr seht hier nichts. Das ist ein Prio-Aegi, das macht mir noch Hoffnung, dass so ein Prioritäts-Durengard ist, das wahrscheinlich mit dem Schwächenschutz gespielt wird und dann auf den Schattenstoß im richtigen Moment immer geht. Beziehungsweise gehen muss. Ja, und das ist natürlich mit einem Crit. Ohne Crit, glaube ich, hätte das vielleicht, obwohl wahrscheinlich eher. Hallo, aktualisierst du mal die Werte bitte? Nein, tust du nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie knapp das ohne Crit gewesen ist. Ich könnte es euch kalken, aber ganz ehrlich, das ist unnötig. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag wieder bei Pokémon Online. Bis dann und ciao.